Versammlungsfreiheit ist sozusagen ein Grundpfeiler jeder Demokratie. Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, die Freiheit der Menschen, ihre Meinung zu äußern. Und wenn man das anfängt zu beschneiden, dann ist die Demokratie in Gefahr. Und das ist eigentlich der Grund, warum man hier ist und warum man eigentlich jeden Tag demonstrieren müsste. Abgesehen davon, dass sich in unserer Regierung jetzt zunehmend eine Form der Unmenschlichkeit breit macht, die wirklich besorgniserregend ist. Und ich möchte nicht in einem Land leben, wo es heißt, der NGO-Wahnsinn muss aufhören und wir müssen uns eben an hässliche Bilder gewöhnen und wir können nicht die Flüchtlinge aus Italien nehmen, die Italiener sollen die behalten, weil wir haben eh schon so viel. Und im Übrigen geht es eigentlich vor allem darum, die Leute wieder rauszuschmeißen und was nachher mit denen passiert, ist uns egal. Das hängt alles zusammen. Und dieser Angriff auf die Versammlungsfreiheit ist ja nur die Spitze des Eisberges, der immer größer wird. Und ich bin nicht mehr so ganz jung und ich mache mir Sorgen. Ich finde es beängstigend und ich mache mir auch Sorgen einfach darum, in welchem Land meine Kinder und meine Enkelkinder leben werden. Also das kann man eigentlich, die Sowjet-Ära kann man jetzt eigentlich da gar nicht mehr heranziehen, aber was man durchaus heranziehen kann, ist jetzt die Putin-Zeit, wo durchaus freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit beschnitten sind und immer weiter beschnitten werden. Und der Georg Bürgmeier hat schon gesagt, in den letzten Tagen sind in Minsk, also in Weißrussland, das ja direkt mit Moskau in Zusammenhang steht, weil es einfach wirtschaftlich ohne Russland nicht leben könnte, sind 300 Menschen verhaftet worden, die gegen Korruption und gegen Unrecht demonstriert haben. Und heute ist in Moskau der Alexei Nawalny, das ist ein Vorkämpfer gegen Korruption, bei einer Demonstration auch wieder verhaftet worden. Also so könnte es hier jederzeit auch werden und ich glaube nicht, dass das irgendeiner von uns wollen kann. Also die sozusagen positivste Sicht auf diese Dinge ist, dass es ein sehr heftiger Backlash auf die Veränderungen von 1989 an in Europa ist. Das mag so sein, es mag aber auch sein, dass gerade die fortschrittlicheren Gruppierungen und Parteien große Fehler gemacht haben in dieser Phase. Es hat sich, wie gesagt, wir sind immer sehr europazentriert. Wir haben uns nicht überlegt, was im Rest der Welt vor sich geht. Wir haben nicht geschaut, welche Stimmungen in den verschiedenen Ländern wieder hochkommen, weil ich glaube, dass die demokratischen Politiker einfach die Gewohnheit und auch die sozusagen den Anspruch verloren haben, wirklich mit den Leuten zu reden. Alle sind sehr abgehoben, alle kümmern sich nur noch um sich selber, alle schauen nur noch von einer Wahl zur nächsten. Und damit kann man das, was in der Welt vor sich geht, wenn eingefahrene und althergebrachte der Gewissheiten plötzlich abhanden kommen. Und das ist eigentlich in den 90er Jahren passiert. Es ist plötzlich alles aufgebrochen. In Wirklichkeit hat sich die Welt einfach wieder normalisiert, nämlich mit all ihren Konflikten und allen Gegensätzen, die es gibt. Aber wir waren nicht in der Lage, darauf zu antworten. Und das ist eigentlich unser größter Fehler. Und das ist der größte Fehler der Politiker, die heute die Macht haben. Einfach wirklich permanent auf die Straße gehen, permanent darauf hinweisen, dass er die Demokratie in Gefahr bringt und permanent auch an die anderen appellieren, dem nicht nachzugeben.